Willkommen im Hohen Norden in Spiekeroog. Auf Einladung des Bremer Steuerinstituts habe ich am Vortrag halten dürfen über die betriebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater eine kritische Betrachtungsweise. Und ein paar Haupterkenntnisse möchte ich gerne in diesem Video weitergeben. Eine Haupterkenntnis war die saubere Abgrenzung von BWL-Beratung. Wo beginnt BWL-Beratung, wo hört sie auf? Und eine Erkenntnis war, dass alles, was mit dem Rechnungswesen zu tun hat, also diese prozesshafte Beratung zur Optimierung des Rechnungswesens, dass einfach die Prozesse bei Mandanten gut laufen, das würde ich nicht zur richtigen betriebswirtschaftlichen Beratung zielen. Ich betrachte das als Kernaufgabe jedes Steuerberaters, dass er einfach schaut, dass sowohl im Personalwesen wie im Rechnungswesen einfach gut gearbeitet wird und die Prozesse über Mandanten gut laufen. Also da echte BWL-Beratung ja noch nicht beginnt, auch wenn es natürlich eine andere Art der Beratung ist, die sich bisher stattgefunden hat. Eine zweite wichtige Erkenntnis war, dass echte BWL-Beratung, eben Beratung in die Zukunft, von der Planung über die Unternehmenswertermittlung, über Finanzierung, über Businesspläne, dass dieses Geschäftsfeld BWL-Beratung nicht nebenher gemacht werden kann. Nachdem ja die Steuerberater ja schon mit den Kernaufgaben ziemlich ausgefüllt sind, ist ein Nebenherentwickeln nicht möglich. Und daher auch die Notwendigkeit zu investieren, die klare Entscheidung zu treffen, führe ich die BWL-Beratung als Kanzlei selber durch, ja oder nein. Wenn nein, dann brauche ich Kooperationen. Wenn ja, stellt sich die Frage, soll ich als Inhaber, Partner BWL-Beratung durchführen? Wenn nein, dann muss ich jemanden suchen, der das aufbaut. Und wenn ja, dann muss ich als Inhaberpartner einfach steuerberaterische Tätigkeiten abgeben. Es geht nicht nebenher und schon gar nicht von sogenannten Steuerfachangestellten oder Bilanzierungsmitarbeitern, dass sie nebenher tatsächlich signifikante betriebswirtschaftliche Beratung machen können. Eine weitere Erkenntnis war, dass es, was die Honorargestaltung betrifft, natürlich die Honorarmethoden dieser wissensorientierten Leistungen braucht. Dazu gibt es ja auch einen eigenen Beitrag zu den Honorarmethoden für wissensorientierte Leistungen. Und dass die Schwierigkeit ja schon bei der Honorargestaltung für die steuerberatenden Tätigkeiten liegt, wenn ich hier keine klare Abgrenzung treffe, na dann habe ich mit betriebswirtschaftlicher Beratung noch größere Schwierigkeiten. Also insofern haben die Teilnehmer doch gemerkt, das war so ein kleiner Ausschnitt, dass betriebswirtschaftliche Beratung ja, als Geschäftsfeld zu entwickeln, wie eine neue Unternehmensgründung ist und man da richtig gefordert ist. Wenn man es dann allerdings so macht, dann sind die Chancen extrem hoch, weil auch die Mandanten das Geschäftsfeld schätzen und weil sie es auch brauchen. Die besondere noch hinzukommende Herausforderung ist, dass diese betriebswirtschaftliche Beratung auch systematisch erledigt werden sollte und nicht Einzellösungen gemacht werden sollten, dass man praktisch BWL-Beratung so angeht wie die steuerliche Beratung mit klaren Abläufen, klaren Prozessen, Verantwortlichkeiten und mehreren Mitarbeitern, die das auch erledigen können. Eine riesen Herausforderung, wo auch einige Teilnehmer gesagt haben, das werde ich nicht so hinbekommen und ich suche mir aufgrund dessen ein Netzwerk oder Kooperation. Aber das ist auch schon eine wichtige Erkenntnis. Also falls Sie darüber nachdenken, die betriebswirtschaftliche Beratung zu forcieren oder wirklich auszubauen, werden das aber Anhaltspunkte. In den anderen Beiträgen meiner Homepage finden Sie auch weitere Anhaltspunkte und Tipps und Infos zur betriebswirtschaftlichen Beratung, die ich glaube, ein attraktives Geschäftsfeld ist für Leute in der Steuerberatung. Die allerbesten Grüße, das Wetter hat sich gebessert. Schöne Grüße aus Spiekeroog.